Shalom, shalom. Ja, ich möchte noch einiges hinzufügen zu diesem letzten Thema, der Gott, der mich segnen will, um ein Segen zu sein. Und da, ihr Lieben, habe ich wirklich rückblickend in meinem Leben erfahren, dass der Schlüssel zum Segen Gottes wirklich in meiner Hand liegt. Wenn wir Gottes Anweisungen erfüllen, wenn wir ihm glauben, dass er gut ist und er wirklich ein Gott ist, der zu seinen Verheißungen steht, dann werden wir erfahren, dass er nur segnen möchte und alles in unserem Leben zum Besten zusammenwirken lässt, wenn wir ihm vertrauen und ihm glauben. Und jetzt möchte ich einige dieser Schlüssel mit dir ansehen, die in unserer Hand liegen. Der erste Schlüssel ist der Zehnte. Der steht zwar im Alten Testament, aber im Neuen wird es dann auch wiederholt. Das kann ich euch das gleich sagen. In Matthäus 23, 23, da lesen wir folgende Bekräftigung von Jesus über den Zehnten. Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimmer gehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Das klingt fast wie eine Verneinung, aber wartet einmal, was ihr sagt. Die verlassen sich nur auf das Gesetzliche. Der Herr schaut aufs Herz. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Jesus betont hier, man sollte den Zehnten geben, aber die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben dabei nicht vernachlässigen. Jesus bestätigt also diese Schriftstelle aus dem Alten Testament und bekräftigt sie. Wisst, Jesus ist nicht gekommen, um irgendwas aufzuheben. Er ist gekommen, um alles zu erfüllen. Ja, dann darf ich euch vorlesen, im letzten Buch des Alten Testamentes in Malachi, da steht im Kapitel 3, Vers 7 bis 12. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch zu euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und mit den Abgaben. Ihr seid verflucht. Denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Ja, ich habe ja sehr viele Jahre in Österreich verbracht, bin auch eine geborene Österreicherin. Und als ich noch jung war, habe ich mich sehr geärgert bei meinen ersten Jahren des Verdienstes, wenn mir jedes Jahr, ohne dass ich gefragt wurde, die Kirchensteuer abgezogen wurde. Ich glaubte, dass man die Kirche freiwillig unterstützen sollte. Als ich dann mit 33 Jahren nach Amerika ging, abberufen wurde vom Herrn, war ich sehr dankbar, dass ich dieser Kirchensteuer entronnen war. Bald danach, es war nur zwei Sonntage später, wurde eine Predigt über den Zehnten gehalten. Ich war entsetzt, denn ich hatte den Eindruck, ich komme vom Regen in die Traufe. Die Kirchensteuer war nur 1% und jetzt ging es um 10%. Dann sprach der Herr zu mir, du wolltest ja alles freiwillig tun. Jetzt hast du die freie Wahl. 10% von allem gehört mir. Ich kämpfte einige Wochen mit diesem Entschluss, denn mein Gehalt war so gering, dass ich kaum meine Kosten decken konnte.
Und so diskutierte ich mit Gott und sagte ihm, ich will doch ein verantwortungsvoller Mensch sein und meine Rechnungen bezahlen. Wenn ich den Zehnten bezahle, dann ist das unmöglich, dann habe ich zu wenig Geld. Doch immer drängender wurden die Worte in meinem Herzen. Bringt den kompletten Zehnten eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch mit damit auf die Probe, sagt der Herr. Ich kenne keine einzige Schriftstelle, wo wir Gott auf die Probe stellen dürfen, außer diese. Stellt mich damit auf die Probe, sprang mich an und ich muss sagen, dass ich keine andere Bibelstelle kenne, also wirklich, ehrlich. Dass er die Fenster des Himmels aufmacht und uns mit Segen überschüttet. Es hat mich sehr bewegt, dass dieser Gehorsamschritt offensichtlich so viel auslösen kann. Ich habe dann im Glauben meinen Zehnten gegeben, aber da war auch noch ein Kampf, ob ich den Zehnten vom Bruttogehalt oder vom Nettogehalt geben soll. Bald hatte ich den Eindruck, dass Gott mich fragte, ob ich den Brutto oder den Netto segnen möchte. Natürlich habe ich mich dann für den Bruttosegen entschieden und von meinem Bruttogehalt den Zehnten gegeben. Wie bei allem war, was wir sehen, ist die Ernte nicht am nächsten Tag ersichtlich. Es dauert einige Monate, bis mir bewusst wurde, wie Gott mich segnete. Ich habe plötzlich ein wunderschönes Haus zu einem lächerlichen Mietpreis bekommen, das ein Ehepaar gebaut hatte, um nach der Pensionierung darin zu leben. Der Mann starb jedoch vorzeitig und die Frau kam in ein Altersheim, sodass die Kinder es vermieten mussten. Ich erhielt dieses wunderschöne Haus am Rande des Nationalparks der Smoky Mountains in Tennessee, voll eingerichtet, für $100 Miete im Monat. Das konnte keiner verstehen, meiner ganzen Freundin. Ich sagte, sowas gibt es im ganzen Ort kein zweites Mal. Dabei habe ich nicht darum gefragt, es wurde mir so angeboten. Ich habe damals in einem Hotel gearbeitet, als Büromanagerin, wo mir nur das Mindestgehalt ausbezahlt wurde. Aber es kamen sehr feine Gäste, da es ein sehr teures Hotel war. Und eine Dame aus Chicago und eine andere aus New York kamen jeweils auf mich zu und sagten, Maria, ich glaube, du hast die gleiche Figur wie ich. Darf ich dir alle meine Kleider bringen, die ich nicht mehr trage? Ich habe einen Beruf, wo ich ein Kleid nur 2 bis 3 Mal tragen kann. Und so bin ich in Modellkleidern aus Chicago und New York herumgelaufen, deren Kaufpreis wahrscheinlich meinen Monatsgehalt weit überschritten haben. Auch hatte ich Bedenken, dass ich mit meinem Einkommen nie mehr nach Europa fliegen könnte, da ich mir keine Flug leisten konnte. Aber dann kamen Freunde auf mich zu, die mich fragten, ob ich sie auf eine Europatour begleiten wollte. Natürlich bezahlten sie alles. Sie meinten sogar, dass ich die Reise so planen dürfe, dass ich auch meine Familie und Freunde besuchen konnte. Ich kann nur sagen, ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Gott hat wirklich die Fenster des Himmels aufgetan und Segen herabgeschüttet. Und seit der Zeit verschenke ich so viel wie möglich. Ganz gleich, wie es ist, was es ist. Gott segnet, damit wir ein Segen sein dürfen. Für die Armen, die Waisen, die Witwen, für unsere Gemeinde. Ihr Lieben, geben ist der Schlüssel des Lebens. Und zwar kommt es aus einer gebenden Gesamthaltung. Gib, 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 solange dir Gott irgendetwas gibt. Und wenn er aufhört zu geben, dann kannst du auch ein bisschen leiser treten. Ich habe den Herrn gebeten, dass ich nicht sterbe, dass er mich nicht heimholt, ohne dass ich noch viele Geschenke für ihn in meinem Bankkonto habe. Und ihr Lieben, er hat es bis jetzt immer gehalten. Ich gebe sehr herzhaft und sehr viel. Ich habe jetzt immer ein Minus auf meinem Konto und sogar mein Bankbetreuer meines Kontos hat mir schon geraten, ich soll nicht so viel geben. Denn ich bin dauernd im Minus, sage ich, nein, ich werde geben, solange Gott mir den Auftrag gibt zu geben. Und er hat immer noch alles zurückerstattet, und zwar nicht nur zehnfach, sondern 60, 70, 100-fach. Ja, aber dann möchte ich noch ganz kurz
darüber sprechen, was die Folgen der Habgier sind, wie sie alles haben möchte für sich. Gierig ist zu haben. Also erstens einmal, es bringt Unglück für die Familie. Unehrlich erworbener Besitz stürzt ganze Familien ins Unglück, aber wer sich nicht bestechen lässt, wird leben. Das steht in Sprüche 15,27. Es bringt Enttäuschung. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Das lesen wir in Prediger 5,9. Es wird Spott uns folgen. Wie ein Vogel, der sich über Eier setzt, die er nicht gelegt hat, so ist, wer Unrecht gut sammelt. Denn er muss hiedavon, wenn er es am wenigsten denkt, und muss zuletzt noch Spott dazu haben. Das sind Jeremia 17,11. Dann bewirkt es Trennung von Gott, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, allen möglichen Übels. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. 1. Timotheus 6,10. Anklage, ihr Lieben, ist das nächste. In Jakobus 5,3 lesen wir, euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichtes. Warum habt ihr auch nur darum, euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Es wird auf lange Strecke Not bringen. Wer seine Ohren vor den Bitten der Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. Sprüche 21,12. Und dann ist der Spruch, für den ich mein Herz hingegeben habe, Sprüche 28,27. Wer dem Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Wer aber die Augen vor der Armut verschließt, wird verflucht sein. Willst du gesegnet sein oder verflucht? Du hast es in deiner Hand. Bete, dass der Heilige Geist dir die Augen öffnet, wo du selbst das Problem bist, dass der Segen in deinem Leben nicht so fließen kann, wie Gott es gerne möchte. Und dann kehre um, tu Buße, verändere dein Verhalten. Ich grüße dich heute mit einem herzlichen Shalom, Shalom.